Unter welchen rechtlichen Voraussetzungen darf ich eigentlich YouTube-Videos in meine Internetseite einbetten? Wir klären es in diesem Recht für YouTuber-Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und es ist mal wieder Montag Zeit für unsere Recht für YouTuber-Videos. Und heute ein Video auch aus aktuellem Anlass mit der Fragestellung, wann dürfen meine YouTube-Videos eigentlich so ohne weiteres in anderen Webseiten eingebettet werden? Und diese Fragestellung hat der Bundesgerichtshof jetzt auf dem Tisch gehabt und auch entschieden. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, es kommt erstmal darauf an, ob ein Video legal oder illegal auf YouTube gelangt ist. Denn wenn ein Video einmal legal auf YouTube liegt, dann hat der eigentliche Rechteinhaber, auf dessen Seite das Video dann liegt, ja auch die Möglichkeit, es wieder offline zu nehmen. Alle Arten an Einbettungen im Wege des Framings sind nur Verlinkungen. Und diese Verlinkungen sind urheberrechtlich überhaupt nicht relevant, sagt der Bundesgerichtshof. Und er beruft sich da auf eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Teil, der Bundesgerichtshof sagt, es kommt darauf an, ob das Video ursprünglich mit oder ohne Zustimmung des Rechteinhabers online gestellt worden ist. Jedenfalls interpretiert der Bundesgerichtshof so eine frühere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Diese frühere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Framing habe ich hier schon mal euch dargestellt. Da war für mich unklar. Gilt diese Entscheidung jetzt nur für rechtmäßig hochgeladene Videos oder auch für illegal hochgeladene Videos? Und für den Bundesgerichtshof ist die Entscheidung auch ein bisschen unklar. Also ganz sicher ist er sich nicht, aber er kann sich das nicht anders vorstellen, dass der Europäische Gerichtshof das nicht anders gemeint haben kann, als dass man nur legal hochgeladene YouTube-Videos auch wieder in seine Webseiten einbetten darf und dass das bei illegalen Videos nicht geht. Jetzt stand noch zur Diskussion, ob der Bundesgerichtshof vielleicht hier auch noch mal wartet und mal guckt, ob der EuGH da nicht auch ein Wörtchen genauer zu sagen kann, weil er doch letztes Mal so ein bisschen ungenau war in seinem Video. Und tatsächlich steht hier ein Verfahren an, GS Media gegen Sanoma Media Netherlands. Da ging es ganz klar um im EuGH-Verfahren um ein Video, was illegal hochgeladen worden ist und dann illegal verlinkt worden ist. Durch Einbetten, durch Framing. Und jetzt überlegte sich der Bundesgerichtshof, sollen wir da jetzt noch warten, bis die entschieden haben? Ach, das dauert auch noch Jahre. Nee, wir entscheiden erstmal selbst, indem nämlich das Urteil hier aufgehoben worden ist. Das Urteil einer der Vorinstanz ist aufgehoben worden. Die soll jetzt erstmal klären, ob das Video, was online gestellt worden ist auf YouTube, dort legal hochgeladen worden ist oder illegal hochgeladen worden ist. Und dann kann in einem zweiten Schritt geklärt werden, ob das Einbetten im Wege des Framings legal oder illegal war. Insofern muss ich sagen, zunächst einmal haben wir noch keine absolute Rechtsklarheit darüber, wie man beim Framing von YouTube-Videos vorgehen darf. Was ich wohl sagen kann, ist, legal hochgeladene Videos darf man immer einbetten in seine eigene Internetseite. Das sagt der Bundesgerichtshof und das sagt auch der Europäische Gerichtshof auf jeden Fall. Bei illegal hochgeladenen Videos, da würde ich erstmal die Finger davon lassen, denn dafür haben wir noch keine Rechtsklarheit. Es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass es keine korrekte Verlinkung mehr darstellt, wenn ich ein illegal hochgeladenes Video im Wege des Framings verlinke. Insgesamt finde ich sowieso wie immer interessant, dass die Gerichte Framing als Link bezeichnen. Denn eigentlich wird durch Framing ja das gesamte Video auch auf eine andere Seite mehr oder weniger transportiert, auch wenn es physikalisch woanders liegt. Aber so ist es nun mal, dass die Gerichte dieses Framen als puren Link ansehen. Wie kann man also einem Video von außen ansehen, ob es legal oder illegal hochgeladen worden ist? Gar nicht. Insofern habt ihr immer ein Problem, wenn ihr YouTube-Videos in eure Seiten einbetten wollt. Am sichersten ist es sicherlich, wenn ihr Videos von den offiziellen Kanälen nehmt, aber hundertprozentige Sicherheit bietet das auch nicht. Dann bleibt euch eigentlich nur übrig, den einzelnen YouTuber zu fragen, ob ihr seine Videos einbetten dürft und ob er die auch legal hochgeladen habt. Denn dann habt ihr eine gewisse Sicherheit und könnte zu Not Regress bei demjenigen nehmen, der euch das Ganze gestattet hat. Also,
komplizierte Rechtsfrage, viel schwieriger als man denkt, zum Einbetten von YouTube-Videos, die legal oder illegal ins Netz gestellt worden sind. Das war unser heutiges Recht für YouTuber-Video. Falls ihr auch Vorschläge für solche Videos habt, dann postet sie einfach unter dieses Video und wir schauen mal, was wir davon dann in der nächsten Woche aufgreifen können. Einstweilen danke fürs Zuschauen. Falls euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn gerne. Tschüss und bis dahin.